Hey, meine liebe Freunde im fernen Europa. Nach 2 Studienjahren in Deutschland bin ich nun wieder zurück in meine Heimatstadt Guilin und arbeite als Reiseleiterin, wie ich es mir gewünscht habe. Im Vergleich zu dem hektischen Leben in der Großstadt habe ich mich richtig in die friedliche, ruhige Luft in einer der schönsten Landschaften dieser Erde verliebt. Oft habe ich das Gefühl, dass ich in einer Märchenwelt lebe. Und meine Arbeitszeit verbringe ich meistens mit meiner Reisegruppe draußen in Guilin. Wir folgen dem Wind, dem Wasser und dem Ruf der Berge. Auf Wanderungen, Busfahrten oder Fahrradtouren erleben wir zusammen immer wieder neue, spannende Abenteuer. Unzählige Berggipfel, sanfte Flüsse, saftige Reispferde, alte Dörfer und vor allem Menschen mit ihren ganz persönlichen Geschichten. Ich bin so dankbar und stolz drauf, dass ich als Reiseleiterin das Schönste aus meiner Heimat mit der Welt teile und dadurch eine ganz besondere Verbindung schaffe. So sehr auf den Tag, an dem ihr mich wieder in Guilin besuchen kommt. In meiner traumhaften Heimat, der Welt, der Berge und des Wassers. Hoffentlich sehen wir uns bald wieder, hier in Guilin. Herzliche Grüße, eure Inn.